Heute bei Wer weiß denn sowas? Thore Schölermann im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen seine Frau Jana Schölermann und Eltern. Es geht los. Genau, meine Damen und Herren. Zum Wochenausklang am Freitag gibt es ja hier im ersten Mal einen Doppelpack. Erst Wer weiß denn sowas, dann Quizduell der Olymp mit meinem lieben Kollegen Jörg Pilawa. Und morgen machen wir eine Extraschicht, weil morgen Abend gibt es ja noch Wer weiß denn sowas XXL. Also wir sind heute noch nicht fertig mit dieser Sendung für diese Woche. Und ich hoffe, Sie werden uns hier die Ehre erweisen und die Treue zeigen. Also wir haben ein Ehepaar, ein frisch gebackenes Ehepaar heute in dieser Sendung zuerst. Das verspricht einiges an Spannung, an Spaß. Und wir werden sehen, sie sind ja heute sozusagen gegeneinander hier im Spiel. Aber als Paar lässt grüßen erstmal Thore Schölermann, der Moderator von The Voice Kids, The Voice Senior, The Voice Pets. The Voice Flowers, gibt ja, glaube ich, alles. Alles, was, ne? Geräusche machen kann. Alles, alles gibt, alles, was Geräusche machen kann. Im Team mit Bernhard Hoecker. Und auf der anderen Seite, seine Frau, Jana Schölermann. Hast du eigentlich den Namen bei deinem Instagram-Account jetzt auch schon auf Schölermann geändert? Schlechtes Thema. Nein, okay. Oh. Auch nochmal gesagt, also da stimmt irgendwas nicht. Okay. Aber dann schauen wir doch mal. Deswegen, vielleicht will sie ja das Spiel mit Elton heute abwarten. Genau, ich wollte das eher abwarten. Ja, mit Elton im Team. Aber Elton hat doch gar keinen Nachnamen. Das ist ja gut, doch. Das stimmt. Wenn sie den Nachnamen von Elton annimmt, heißt sie... Das ist Jana. Nein, wieso? Dann heißt sie Jana Ton. Ja. Ach, Elton. Das klingt wie so ein Pokémon, oder? Ja. Jonathan. Ja. Jonathan. So, dann habe ich natürlich auch noch was Spannendes für euch zum Start dieser Sendung. Wussten Sie eigentlich das? Wenn man einen Liter ätherisches Lavendelöl herstellen möchte, dann braucht man 130 Kilo Lavendelrispeln dafür. 130 Kilo. Wow. Finde ich ganz schön krass. Das ist ja irre. Bis man die geerntet hat. Ja? Also, fand ich durchaus wichtig, dass darüber mal geredet wird. Wir gucken mal auf die Zuschauerverteilung. Ich bin sehr gespannt, wie sich unser Publikum heute entschieden hat, hinter welchem Team, wie viele Zuschauer sitzen. Hinter Bernhard und Thore sitzen 72 Zuschauer. Hinter Elton und Jana 56. Und damit starten wir, legen wir los. Hier sind unsere heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind das Fragezeichen, Elton frühstückt, clever, das Wetter, damals, Waschtag, Schlagzeilen, Heimat, Trick 17, Raubfische, Kino und Einspruch. Das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen. 500 Euro für jede richtige Antwort und ein Publikumsjoker für jedes Team. Hm. Elton frühstückt, das sind aber lange Fragen, oder? Nee, nein, aber jetzt mal ehrlich, was ist denn Elton frühstückt hier? Was ist denn Messbrötchen? Jetzt mal ehrlich, aber was ist das? Das ist die Antwort. Entscheid dich was. Wenn du es wissen willst, musst du es nehmen, aber das verantwortest du, weil ich wohne mit dem zusammen. Dann weißt du doch, was ich frühstücke. Ja. Ja. Wollte ich gerade sagen, dann weißt du doch da bestens Bescheid. Weil er muss es wahrscheinlich sag besser du wissen, eine Kategorie. Dann Elton frühstückt. Okay. Was? Ich war es nicht, Elton. Was unterscheidet Konfitüre extra von Konfitüre? A. Statt raffiniertem Zucker wird Fruchtzucker verwendet. B. Der Fruchtanteil ist höher. Oder C. Die Früchte wurden zuvor geschält und entkernt. Ach, das wäre jetzt eine Frage für Elton, ne? Ja. Aber du hättest sie direkt beantworten können. Selbstverständlich. Ja, also Konfitüre ist ja dieses ganz ohne Kerne und all sowas, oder? So wie dieses, also eine Stufe vor Gelee. Ah, okay. Das heißt, C ist es auf jeden Fall nicht, weil die sind immer geschält und entkernt.
Also pass entkernt auf. Weiß ich nicht, bei einer Himbeere ist das immer so blöd, ne? Aber jetzt bei den anderen Sachen, ich koche tatsächlich gerne ein und so. Jana freut sich da immer, wenn ich Sachen fertig mache, weil das freut sich immer darüber, dass überall meine Sachen dann rumstehen. Nee, aber wenn wir sie dann essen, Korken, er sammelt nämlich auch Korken, dann vakuumiert er jetzt, er hat so ein Vakuumiergerät, das steht alles voll neben Snowboard und so, alles voller mit. Also wenn wir mal... Der Kritik? Nein, falls wir mal eine Katastrophe haben, er ist so ein Prepper, dann kommt zu uns, wir haben Essen für alle. Okay. Ja. Mach sogar Bolognese, kann man auch sehr gut einwecken. Aufwecken, wenn was müde ist. Aufwecken? Wenn was müde ist, weckt man auf. Thore, wohnt ihr schon zusammen? Ja. Ja. Ja, noch. Seit 9 Jahren. Ja, aber jetzt vom Aufwecken und Einwecken zum Konfitüre machen. Jetzt sag du doch mal was, du hast noch gar nichts gesagt. Ja, weil du nicht einatmest. Also. C würde ich ausschließen. Der Fruchtanteil ist höher. Ja, das wäre ja aber theoretisch A und B gemeinsam ja irgendwie, ne? Weil du meinst, der Fruchtanteil wird höher, weil man ja Fruchtzucker dazu macht? Nein, man macht einen höheren Fruchtanteil und dadurch ist ja auch der Fruchtzuckeranteil höher. Ja, damit wäre, wenn B stimmt, auch A richtig. Ja, also kann B A und nicht B sein. Also müssen, nee, deshalb so kann es B nicht sein, weil dann ja auch A mehr wäre. Deshalb kann es nur noch A sein, weil A kann Fruchtzucker sein, ohne den Fruchtanteil zu erhöhen. Ach ja, dann haben wir es doch. Super, dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Hast du es richtig durchgelesen? Eine raffinierte Idee. Laut Konfitürenverordnung liegt der geforderte Mindestfruchtgehalt pro Kilogramm Konfitüre für die meisten Fruchtarten bei 350 Gramm, wie im Falle von Erdbeeren. Je nach Art der Früchte kann der Anteil auch geringer ausfallen. Konfitüre extra muss hingegen grundsätzlich pro Kilogramm Konfitüre 450 Gramm Frucht enthalten. Der Zusatz extra bedeutet also einen höheren Fruchtanteil. Kannst du das nächste Mal langsamer reden, dann könnte ich das auch, weil ich habe ohne Scheiß, das war gerade wie zu Hause. Er hat ganz viel geredet und ich habe am Ende einfach gesagt, ja gut, stimmt. Weißt du? Ja, dann hast du denselben Fehler an unserer Beziehung arbeiten. Dann schauen wir mal, was das für zu Hause normalerweise für ein Ergebnis bringt, weil ihr könnt ja jetzt direkt in Führung gehen. Wir wollten Einspruch nehmen, ne? Ja, ja. Einspruch. Ja, Einspruch. Das Landgericht Bonn entschied 2014 in Bezug auf geschäftliche E-Mails, dass a. eine Signatur den ganzen Namen des Absenders enthalten muss, b. auch der Spam-Ordner täglich kontrolliert werden muss oder c. grundsätzlich alle Dateianhänge passwortgeschützt sein müssen. Also, eine Signatur den ganzen Namen des Absenders enthalten muss, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also Spam-Ordner müssen ja schon eigentlich kontrolliert werden. Ja, weil wenn irgendeiner was dahin schickt und sagt, haben Sie meine Mail nicht enthalten? Nee, habe ich nicht. Und die ist dann irgendwo im Spam-Ordner verloren gegangen. Kann das tatsächlich sein, dass das Landgericht gesagt hat, ja, selber schuld, Sie haben ja nicht den Spam-Ordner und den müssen Sie untersuchen. C würde ich auch ausschließen. Sind wir uns einig? Ja, auf jeden Fall. In dem B. Na, schauen wir doch mal, wie sich das mit den geschäftlichen E-Mails verhält. Das Landgericht Bonn wurde 2014 mit einem Rechtsstreit zwischen einem Anwalt und seiner Mandantin betraut. Diese klagte auf Schadenersatz, weil ihr Anwalt es versäumt hatte, eine wichtige E-Mail fristgerecht weiterzuleiten. Die Ausrede des Anwalts, dass diese irrtümlich in seinem Spam-Ordner gelandet war, ließ das Gericht nicht gelten. Es gehöre zu seiner Pflicht, dass wichtige geschäftliche Mails ankommen. Daher sei er auch verpflichtet, täglich den Spam-Ordner zu kontrollieren und notfalls dort gelandete Mails zurückzuholen. Erste Frage, erste richtige Antwort. Das Wetter. Oh, Wetter geht immer. Ja. Wie entsteht Sommersmog? A. Sonnenstrahlen treffen auf Stickstoffdioxid. Nee, B. erwärmter Asphalt zieht CO2 an. Oder C. Abgase bilden eine luftundurchlässige Barriere in Bodennähe. Ah, das ist jetzt ja doof. Sommerschmock. Gibt's auch Wintersmog oder was? Kann ja nur was mit der Temperatur dann zu tun haben. Also B würde ich jetzt mal sagen, erwärmter Asphalt zieht CO2 an. Smog hat ja jetzt nicht unbedingt was mit CO2 nur zu tun. Smog ist, wenn sich eine kalte Luftschicht über eine warme Luftschicht legt und deshalb die warme Luft nicht nach oben weggehen kann, weil von oben die kalte Luft runterdrückt. Und deshalb sind Abgase theoretisch warme und dreckige Luft und die werden dann unten in die Stadt gedrückt.
So. Und drücken diese schlechte Luft in Bodennähe und deshalb ist es dann... Ja, deshalb wäre ich jetzt erstmal bei C, weil sie eine luftdurchunlässige Barriere in Bodennähe. Jetzt ist die Frage, was meinen die mit Bodennähe? Meinen die jetzt wirklich Bodennähe oder einfach Bodennähe, was auch 100, also 10 Meter, 100 Meter sein kann? So, Sonnenstrahlen treffen auf Stickstoff. Das kann natürlich sein, das Stickstoffdioxid, was eben dort ist in der Stadt, Sonnenstrahlen draufstrahlt und deshalb wird es wärmer. Und das... Stickstoffdioxid ist halt eben jetzt nicht nur in Bodennähe, sondern auch noch in 10, 20, 30, 40 Metern Höhe, 100 Metern Höhe, sodass es sich dort erwärmt. Und deshalb erwärmt es sich unten schneller als oben kalt. Also ich tendiere ja sehr stark zu C. Das heißt, Bodennähe ist für dich was? Bodennähe ist für mich alles, weil wir reden ja von Luft und da reden wir von Luftschichten, die hunderte von Metern oder Kilometer. Also ist Bodennähe auch 40 Meter? Ja. Okay, wir nehmen C. C. Weil Luft undurchlässig passt. Bodennähe. Smog besteht aus den englischen Wörtern Smoke für Rauch und Fog für Nebel. Unterschieden wird dabei zwischen Sommer- und Wintersmog. Während beim Wintersmog eine Wetterlage dafür sorgt, dass Abgase und Schadstoffe in bodennahen Luftschichten gefangen bleiben und sich so stark konzentrieren, trifft beim Sommersmog Sonnenstrahlung auf Stickstoffdioxid. Dieses wird durch die Sonneneinstrahlung chemisch verändert und es entsteht unter anderem schädliches Ozon. Im Gegensatz zu Wintersmog kann Sommersmog auch großflächig vorkommen. Was du gesagt hast. Es hätte das jemand gewusst? Ich glaube, sie hätten es alle gewusst. Sie wollen euch jetzt nur nicht wehtun. Aber das tut es auch. Es bleibt erstmal bei 0 Euro und ihr könnt euch schon ein Stück absetzen. Ja, ab und zu. Sonst kann man auch das Publikum dann nehmen. Dann nehmen wir das doch. Waschtag kann ich mir auch nicht so viel drunter vorstellen. Was wolltest du denn jetzt nehmen? Waschtag. Ja, nehmen wir das doch. Wofür steht das Textilpflegesymbol, das aus drei senkrechten Strichen mit einem Quadrat besteht? Das weiß auf jeden Fall das Publikum. A. Schonende Nassreinigung möglich. B. Mit Dampfbügeln. Oder C. Nicht schleudern, sondern tropfnass aufhängen. So. Schonende Nassreinigung möglich. Ja, also das heißt nur schonende Nass, das heißt eigentlich nur Waschbecken. Ohne... Nee, es gibt ja auch so ein Feinprogramm. Okay. Also das wäre eine Feinwäsche, aber dafür gibt's doch... Dafür gibt es gar kein richtiges Symbol, wenn nur Feinwäsche möglich ist, oder? Das könnte schon mal sein. Dann Dampfbügeln, sieht anders aus. Das ist auch ein Zeichen, glaube ich auch. Ich glaube, dass ich vom Gefühl her, wissen tue ich es nicht, aber wenn, dann sind das doch Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und vielleicht ist 1, kannst du alles machen, 2, keine Ahnung. Aber das ist bei Wolle zum Beispiel auch, oder keine Ahnung, das darfst du nicht schleudern, dann geht das alles durcheinander, sondern das musst du tropfnass aufhängen und dann so trocknen lassen. Du hast recht. Das mich überzeugt. Dann würde ich auch das nehmen. Ohne Publikum? Sind wir uns da jetzt... Nein, das nicht. Ich wollte nur gucken, ob die gebügelte Hemden haben. Was machen wir jetzt? Wir nehmen C. Ist ja auch, in 4 Wochen ist Weihnachten. Du musst mal gucken, ob deine Weihnachtspullover alle ordentlich gewaschen Sendung. Sind. Ja, das stimmt. Ja, für die Sendung. Ja. Um Kleidung optimal zu pflegen, ist vor dem Waschen ein Blick auf das Textiletikett im Inneren zu empfehlen. Ist dort ein Symbol zu erkennen, das aus drei senkrechten Strichen in einem Quadrat besteht, sollte das Kleidungsstück nach dem Waschen weder geschleudert noch im Trockner getrocknet, sondern tropfnass aufgehängt werden. Das gilt vor allem für weniger strapazierfähige und knitterempfindliche Textilien, die zum Beispiel Viskose enthalten. Richtige Antwort. Ja. Sehr gut. 1.000 Euro auf eurem Konto, da könnt ihr auch noch hinkommen. Wir haben noch ganz viele Fragen. Ach, das ist doch, wir sind doch gerade noch am Beginn hier. Komm, jetzt wollen wir nicht zum Thema clever vielleicht genau unser Ding. Ja, nehmen wir clever, das passt zu uns. Ja, wir nehmen clever. Was lässt sich aus Maisstärke, Bienenwachs, Kokosöl und Natron selbst herstellen? A. Schmutzradierer für Tapeten. B. Hautfreundliches Deo oder C. umweltfreundlicher Sekundenkleber? Also. Maisstärke, Bienenwachs, Kokosöl. Wir haben was Öliges, Öl, Wachs. Kokosöl Mais, und Natron. Wir mischen das alles ineinander und kochen das auf oder mischen das durch. Was passiert dann? Also. Deo habe ich irgendwann schon mal, dieses Selbstherstell-Deo habe ich schon mal irgendwo gelesen.
Da jetzt und jetzt mal los. Und ja, dann? Ja, da war was anderes drin. Gut, ja, sehr gut. Also ist das B schon mal nicht. Umweltfreundlicher Sekundenkleber. Und also ganz ehrlich, du schmierst dir doch keine Maisstärke, Bienenwachs, Kokosöl. Kokosöl ist fettig. Bienenwachs ist auch. Also, fettig. Ja, so wachsig. Ja, ja, wachsig. Maisstärke ist stark. Natron zieht vielleicht irgendwas raus. Da würde ich noch sagen, okay. Wofür bist du denn, Bernhard? Ich bin fürs Publikum. Immer wenn ich lange rede, willst du das Publikum. Außer, ich nehme das Publikum, wenn du jetzt nicht sagst, du bist dir sicher, das ist A, B oder C. Ja, bist sicher, sicher? Bin ich nicht. Nein, ich bin Publikum. Mir nicht sicher. Publikum. Guck mal, die steht schon. Wir nehmen die Dame hier drüben. Warte mal. Sehr gut. Ich bin immer dankbar. Hallo. Wie heißt du? Tanja. Tanja kommt aus? Südniedersachsen. Südniedersachsen? Wirst du gesucht oder warum wirst du es nicht genauer? Das ist falsch. Den merke ich mir. Du meinst wegen eventueller Regressforderungen, möchtest du deinen Wohnort nicht genau preisgeben? Also, ich habe überlegt. Erst dachte ich, Maisstärke oder könnte vielleicht. Das ist doch Südniedersachsen, oder? Ja, so ungefähr. Ja. Maisstärke dachte ich vielleicht, das könnte Kleber sein. Aber dann dachte ich mir, Öl und Bienenwachs, das ist wieder dann so ein Paradoxon. Das passt nicht. Also dachte ich mir, ja, Natron, weiß ich nicht, ob das immer hautfreundlich ist. Deswegen gehe ich davon aus, auch weil es so aus der Reihe kommt, der Schmutzradierer für die Tapeten. Also Antwort A. Bitte? Denke ich, Antwort A. Wir stehen hinter dir. Ja? Volle Möhre. Ja, genau. So, werden wir jetzt schauen. Wir sind ja immer bei uns, lernen wir ja spannende Sachen und teilweise, und das könnte man zum Beispiel auch nachmachen. Zunächst 30 Gramm Kokosöl gemeinsam mit etwa 3 Gramm Bienenwachs in einem Wasserbad erhitzen. Nun je 15 Gramm Natron und Speisestärke unterrühren. Fertig ist es, das selbstgemachte Deo. Das Bienenwachs sorgt dafür, dass sich das Deo nicht verflüssigt. Kokosöl pflegt die Haut. Zusammen mit dem Natron hemmt es außerdem das Bakterienwachstum. Die Speisestärke bindet zusätzlich Feuchtigkeit und hält so die Achsel trocken. Das war natürlich jetzt insofern gemein, ne, weil das hatte Thore ja schon ausgeschlossen, Tanja. Ja? Also das ist das, was im Deo-Roller drin ist, ne? So diese Art Konsistenz. Aber nicht immer hautfreundlich. Nein, nicht für jeden. Ne? Aber da gibt es ja die allergiegeprüften. Aber Tanja. Danke trotzdem. Danke trotzdem. Es ist immer noch. Wir hätten es auch falsch beantwortet. Immer noch alles. Bleibt erstmal bei 0 Euro. Trick 17. Ja. Ja, noch ist es. Nein, noch ist nichts vorbei. Die Blätter des Spitzwegerichs eignen sich besonders gut A. zum Entfernen von Flugrost, B. zum Aufhellen der Zähne oder C. als linderndes Pflaster beim Mückenstichen. Was ist denn Flugrost? Das ist in der Spülmaschine. Wenn du da mal spülst in der Spülmaschine, dann hast du ganz oft danach so leichten Flugrost dran, wenn das so nass da drin bleibt. Okay. Aber also, würde ich ausschließen, dass du dann das. Also, warum denn die Blätter des Spitzwegerichs da. Ja, wenn das so ein bisschen aggressiv ist, vielleicht, so ein Wirkstoff da drin, der das löst. Okay. Es klingt auf jeden Fall, finde ich, das Aufhellen der Zähne, Spitzwegerich. Ja. Ich würde C ausschließen, weil das wäre für mich total super, wenn das stimmen würde. Davon habe ich aber noch nie gehört, weil Mücken, ich ziehe die Mücken sowas von an. Also, ich würde C ausschließen. Bleibt noch A oder B? Die Frage ist auch, wie hat man das denn festgestellt? Ne? Also das hier, B, kann ich mir vorstellen, dass jemand einfach das mal gekaut hat und gemerkt hat, die Wirkung davon. Aber wie kommt man darauf, Spitzwegerich am Flugrost auszuprobieren? Und das hier, also dass Pflanzen benutzt werden zum Heilen von Verletzungen, das ist ja oft der Fall. Ja, also das hätte... Ist doch wieder bei C, oder was? Ja. Oder oh, wir nehmen das Publikum. Ich bin eine Frau, ich kann mich nicht gut entscheiden. Vielleicht weißt du einer, ob das zehn Jahre gedauert. Sorry. Vielleicht weißt du einer, ob das giftig ist oder wenn das giftig ist und da ist irgendein Zeug drin, dann ist es das Rost. Mhm. Wenn das nicht giftig ist, kannst du die Zähne sein. Ich glaube, ich liebe Korallen. Und die sind eh in einer Reihe. Die wissen, haben sich vielleicht so ein bisschen abgesprochen sogar. Okay. Sorry, nichts für umgehen. Hallo.
total persönlich, das passt schon. Wie heißt du? Ich heiße Romy. Romy, hallo, woher kommst hallo. Du? Hallo, ich komme aus Wittenberg, sehr aus schön. Der Lutherstadt Wittenberg. Ja, sehr genau. Schöne Stadt ist das, Romy. Ja. Ja, was machst du beruflich? Ich bin Erzieherin an einer Schule. Ja. Und, hast du ein bisschen Erfahrung, so heilpraktische Erfahrung? Ja, ein bisschen. Ja? Oh, ja, Naturheilkunde. So. Genau, und deshalb, also ich weiß nicht, ob Spitzwegerich für Flugrost geeignet ist. Wäre natürlich auch mal eine interessante Sache, das rauszufinden. Aber es ist definitiv C-Elten und ich kann dir das wirklich empfehlen, es funktioniert. Ach. Ja. Oh, also vielen Dank für deine Hilfe. Also man nimmt den Saft dafür und streicht damit das ein und das wirkt wirklich schmerzlindernd und vor allen Dingen auch juckreizlindernd. Das kannst du bei dir selber machen, helfen, oder du kannst es auch machen lassen. Ja? Okay, Romy, möchtest du jemanden grüßen? Ja, ich grüße die evangelische Grundschule, meine Kinder natürlich ganz, ganz doll, meine Freunde, Verwandten und ja, alle, die mich kennen. Jetzt musst du nur hoffen, dass es richtig ist. Spitzwegerich ist eine weit verbreitete Wildpflanze. Wer unterwegs von einer Mücke gestochen wurde, kann das Blatt des Spitzwegerichs zwischen den Fingern zerdrücken und anschließend auf dem Stich fixieren. Das Kraut enthält den Wirkstoff Aukubin, ein natürliches Antibiotikum, das den Juckreiz lindert und abschwellend wirkt. Die Blätter des Spitzwegerichs eignen sich daher besonders gut als lindernes Pflaster bei Mückenstichen. Super, Romy. Vielen Dank. Grüße nach Wittenberg. In die Lutherstadt. Ja. Gott, wer hätte es nicht gemacht? Jetzt musst du nur noch schauen, ob es an den Stränden, wo du immer einschläfst und dann zerstochen wirst, auch Spitzwegerich gibt. Dieser Sommer war ganz schlimm. So, wir haben bei euch 1.500 Euro auf dem Konto. Und unseren Stand sagt er nicht. Raubfische damals oder Fragezeichen? Fragezeichen ist optisch eigentlich am besten, oder? Wir sind so optisch unterwegs. Also guck mal, das hätte jetzt den Vorteil, wenn ihr die Frage auch falsch geantwortet, dann habt ihr wenigstens bei 4 gewinnt gewonnen. Ja, genau. mit der War-wie-Wu-Technik. A. Wird konstruktiv Feedback gegeben. B. Werden Lebensmittel in Supermärkten sortiert. Oder C. Lassen sich Telefonnummern und Namen besser merken. Warte mal. War, wie, wo? Also wann, wieso? Ja, da, jetzt hört es bei mir auch auf. Soweit war ja. Nee, und Wut. Wut. Ja. Was hast du gemacht? Wieso? Genau, das ist konstruktives Feedback. Ja, genau. Wu könnte was wie Vorschlag sein. Wusstest du, dass man das auch so machen kann? Oder wusstest du, dass es mir so besser gefällt? Das ist eine gute Idee. Werden Lebensmittel im Supermärkten sortiert? Natürlich werden die sortiert. Dann und jetzt ist nämlich die Frage, die werden ja sozusagen von hinten nach vorne sortiert, damit die länger haltbar sind, weiter hinten sind, damit sie auch länger bleiben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das vielleicht in die Richtung geht. Wann laufen sie ab? Wann werden sie abgelaufen? So. Wie? Wie sind sie, wie laufen sie ab? Schimmeln sie? Vorwärts oder rückwärts? So, lassen sich Telefonnummern und Namen besser merken. Also, okay. Ganz ehrlich, das ist Nemotechnik. Also schließen wir C aus. Ich schließe C aus. Du schließt C aus. Lebensmittel haben wir eigentlich auch ausgeschlossen und du bist so sehr für konstruktives Feedback. Wir müssen uns ja für irgendwas entscheiden. Und das müssen wir mit konstruktivem Feedback gleich leben, weil falls das falsch ist. Da gibt es FIFO, LIFO, das sind so Sortier. Ich möchte, wenn das falsch ist, dann möchte ich, dass du uns konstruktives Feedback gibst, Guy, nach der War-wie-Wu-Regel. Okay. Ich bin für A. Wenn es sie gibt, aber wenn es sie gibt, ist ja richtig. Oh Gott, ich werde schon verrückt. Ich werde schon verrückt. Du wirst verrückt. Ich bin War, verrückt. War-wie-Wu. Wieso, weshalb, warum? Ja. Wer das nicht weiß, ist dumm. Die War-wie-Wu-Technik setzt sich aus den Begriffen Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch zusammen und soll in 3 Schritten dabei helfen, konstruktiv Feedback zu geben. Wichtig ist dabei, aus der Ich-Perspektive zu sprechen und ohne voreilige Schlüsse die eigene Wahrnehmung eines Sachverhalts zu beschreiben. Dann wird erläutert, welche Wirkung das erzielt hat und weshalb das Gespräch gesucht wird. Im 3. Schritt kann der Wunsch geäußert werden, was sich in Zukunft ändern soll. Die ersten 500 Euro. So sehen Sieger aus.
nicht. Er hat das Konzept der Sendung nicht. Die gute Nachricht ist, sie sind im Finale dabei. Fahrt, Leute, positiv denken. Jetzt wirklich, jetzt wird, jetzt richtig. Das war der Start. Oder Kino. Schlagzeilen. Schlagzeilen. Und du machst Tag, gucke ich auch ab und zu. Eine Hilfsorganisation 2019 um die Spende alter oder fehlgekaufter BHs. A. Sie werden als Schaukeln in Affengehegen aufgehangen. B. Sie helfen bei der Reparatur gebrochener Schildkrötenpanzer. Oder C. Sie sollten der bedrohten Weidenammer das Nisten erleichtern. Also ich glaube so ganz grob mal, was mit gebrochenen Schildkrötenpanzern wirklich gelesen zu haben. Da hast du zumindest gleich so... Ja, weil das kam, da macht das irgendwo ganz hinten in der Ecke irgendwie so... Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Das ist sehr absurd, aber... Also A würde ich auch ausschließen. Das ist... da kannst du jedes andere Zeug auch nehmen. Genau. So, wie soll denn aber so ein Schildkrötenpanzer... Also ich denke, dass dieses Körbchen, also es geht ja dann nur für relativ kleine Schildkröten. Und man hat pro BH, kann man 2 Schildkröten retten. Ist so. Ja. Ja, ja, die Vorstellung macht mir gerade Spaß. Aber... aber... da muss ja noch irgendwas trotzdem... Das muss ja irgendwie trotzdem noch fest werden, weil so ein BH, glaube ich, ist nicht wirklich fest. Doch, ein Schalen-BH schon. Stimmt. Das ist ja jetzt nicht. Du stellst jetzt wahrscheinlich so einen wunderschönen Spitzen-BH vor. Ich wollte nur mal gerade sagen, zeig mal. Ja, ich wusste, dass er das sagen will. Aber selbst ein Schalen-BH ist doch Stoff. Das ist doch nicht wie Metall oder nicht Plastik. Nein, oder, nein, nein. Das ist ja schon ein bisschen Stoff. Und den kannst du doch eindrücken. Mach noch mal diese. Mach bitte noch mal diese Handbewegung. Den kannst du eindrücken, aber es geht ja, glaube ich, darum, wenn der Schildkrötenpanzer gebrochen ist, dann muss er zusammengehalten werden, damit er vielleicht wieder selber zusammenwächst. Ja, okay. Genau da bin ich wieder bei dir. Aber wie machst du das denn mit dem BH? Wechselst du den einmal drumherum und dann schnürst du den unten an den Bauch? Schnürst du, wo die Lasche ist? Oder? Das, wie der festgemacht wird, das weiß ich nicht, aber... Verdammt! Du darfst entscheiden. Du bist öfter hier, ich nicht. Die Frage ist auch zum ersten Mal da. So viel kann ich dir sagen. Eltern? Na gut, wir nehmen B. Wenn das stimmt, daraus ergeben sich ganz neue Anmachsprüche. Ja? Entschuldigung, was hast du für eine BH-Größe? Ich muss eine Schildkröte retten. Eine amerikanische Hilfsorganisation bat Mitte 2019 um die Spende alter oder viel gekaufter BHs. Insbesondere die Haken und Ösen der BHs helfen, Schildkröten zu retten, die auf dem Weg zur Eiablage leider oft von Autos angefahren werden. Sind ihre Panzer durch einen Unfall gebrochen, werden die BH-Verschlüsse auf beiden Seiten der Bruchstelle geklebt. Dann wird ein Draht hindurchgefädelt, der die Panzerteile fest zusammenhält. So kann der Panzer innerhalb von 3 bis 8 Wochen wie ein Knochenbruch ganz natürlich wieder zusammenwachsen. Ich sag ja, irgendwie ganz da hinten hat's Klick gemacht mit der Schildkröte. Die Erklärung habe ich vergessen, aber... So, ihr steht bei 2000 Euro. Wir haben noch damals Heimat, Raubfische und Kino. Was willst du haben? Raubfische. Raubfische. Wir sind so Raubfische. Wir sind so Raubfischtypen. Haie. Irgendwas über Haie. Ja, Haie, da sind wir stark. Gerne, wenn ich euch irgendeinen Wunsch erfüllen kann. Der Sandtigerhai ist die einzige Haiart, warte. A, die ihren Auftrieb mit geschluckter Luft regelt, B, bei der die Männchen größer als die Weibchen werden, oder C, die keine Rückenflosse hat, sondern nur Bauchflossen. A ist Blödsinn. C auch. Na dann. Mach mal B. Das ist die schnellste Antwort. Bei der die Männchen größer als die Weibchen sind. Das heißt, dass ist das dieser gepunktete? Jetzt gehe ich ins Detail, dann wird's. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ah, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Bei der die gibt es. Wenn Männchen größer als die Weibchen werden. Sind bei den anderen Haien. Die Weibchen größer als die Männchen. Ist das bei Fischen so? Naja, beim weißen Hai kommt ja immer, wenn die irgendwo gesehen werden, jetzt keine Ahnung, in Australien, kommt immer ein großer, weiblicher, gefährlicher, weißer Hai, oder? Echt? Denkst du dir das jetzt gerade aus oder kommt das immer dann? Ja, wenn ich mir Sachen so lange vorstelle, denke ich, ich habe es wirklich erlebt. Ja.
Wir verändern die kollektive Erinnerung der Gesellschaft mit solchen Sachen. Okay. Jetzt, aber jetzt nochmal, komm, jetzt vernünftig. Die ihren, ah, jetzt machen wir vernünftig. A, okay, haben wir gesagt, nein. Die und ihren mit Auftritt mit... Die, du findest A Unsinn, ich finde C, dann sind wir doch sofort bei B. Lass mal ganz kurz überlegen, die ihren Auftritt mit geschluckter Luft regeln. Das heißt die anderen Haie machen das wie? Ne, also die haben ja trotzdem, ein Hai ist ja ein Fisch, also, der Bewegung braucht, damit die Luft durch die Kiemen geht und die dadurch Sauerstoff haben. Und es wäre Blödsinn, wenn die oben Luft einziehen wie ein Wal und dann untertauchen, dann können die unten nichts mehr regeln, weil dann tauchen die immer tiefer runter, weil sie immer schwerer werden, weil die Luft immer komprimierter wird. B? B? Viva wo? B? B. B? Warte, haben wir B gesagt? Ja. Ich habe ja mal eine sehr kuriose Szene beobachtet. Da ist ein Kuckuck übers Meer geflogen, unter ihm ein Hai. Da sagt der Kuckuck Hai, da sagt der Hai Kuckuck. Der Sandtigerhai hält sich oft in küstennahen, flachen Regionen, in gemäßigten, wie auch in den subtropischen und tropischen Zonen auf. Er kann im Wasser schweben, ohne zu schwimmen. An der Wasseroberfläche schluckt er Luft und behält sie in seinem Magen. Das sorgt für zusätzlichen Auftrieb und der Sandtigerhai spart Energie, die andere Haie gegen das Absinken aufwenden müssen. Das ist so tragisch, dass drüben noch nicht mal geklatscht wird. Das hatten wir auch schon. Dass du dann irgendwas so erklärst stundenlang und es klingt dann so plausibel, dass ich sogar glaube und im Endeffekt ist es aber falsch. Ja, weil wir zu Hause keinen haben, der auflöst. Da kann ich das. Ruf mich an. Ich hab's nicht verstanden. Hast du es verstanden? Ruf mich an, wenn es ein Problem gibt. Ich komme mit dem Auflösungsfilm vorbei. Damals Heimat oder Kino? Also damals und Heimat finde ich doof. Kino findet Bernhard doof. Aber eins von beiden kriegst du trotzdem. Ja, eins von beiden kriege ich trotzdem. Deswegen ich. Dann bin ich lieber Heimat als damals. Heimat. Die steinerne Rinne in Landau an der Isar. Oh. A. Trennt Biofelder von Nicht-Biofeldern. B. Ist mit 10,7% das steilste Autobahnteilstück Deutschlands. Oder C. Liegt auf einem seit Jahrtausenden stetig wachsenden Felsen. Du wolltest ja Heimat. Ja, ich wollte Heimat. Also A, trennt Biofelder von Nicht-Biofeldern. Das würde ich ausschließen. So, 10,7% das steilste Autobahnteilstück Deutschlands. Das glaube ich nicht. Das ist 10,7. Es gibt doch 10,7%. Gibt es nicht noch steilere? Es geht um Autobahnen. Ja, schon klar. Kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. So, liegt auf einem seit Jahrtausenden stetig wachsenden Felsen. Frage ist, wie wächst denn der Felsen? Ja, wenn sich irgendwas aufschiebt. Mhm. Aber gibt's denn? Da gibt's auch. Landau an der Isar. Also, ich finde B auf jeden Fall, dass man da sagt, das ist die steilende Rinne. Das ist die steilste Autobahn in Deutschland, dass das so ein Begriff ist. Aber dann hätten wir es doch vielleicht schon mal gehört. Also ich bin schon viel im Auto unterwegs oder in Nachrichten irgendwo. Stau auf der steinernen Rinne. Ja, klingt doch komisch, oder? Viel schlimmer, als wäre ja noch Glatteis auf der steinernen Rinne. Ziehen Sie bitte Ihre Spikes an, wenn Sie aussteigen. Rinne. Wofür bist du hier? Ist wahrscheinlich eher für 10, auf einem der 1000 stetig wachsenden Felsen. Also auf jeden Fall macht für mich da der Name irgendwie noch ein bisschen Sinn, dass man etwas steinerne Rinne nennt und es dann mit dem wachsenden Felsen zu tun hat. Oh, ich bin für B. Für B? Dann vorhin habe ich mich durchgesetzt, jetzt setzt du dich durch, dann nehmen wir. Also ich. Ja, du warst aber dir sehr sicher mit den Schildkröten. Das stimmt. Ich würde, wenn, nur C aus dem Grund nehmen, wegen dem Namen. Weil das eine ist die steinerne Rinne, hier geht es um einen wachsenden Felsen. Da würde für mich der Name noch am meisten Sinn machen. Und mit der Autobahn einfach, weil ich denke, warum hört, hat man das noch nicht gehört, hätte ich es nicht genommen. Aber Eltenentscheidung. Elten, darfst. Ich trage die Entscheidung mit. B. B.
auf der A1 zwischen Hamburg und Flensburg, meine Damen und Herren, in der steineren Rinne. Sichtbehinderung. Die steinerne Rinne von Osterling, einem Ortsteil von Landau an der Isar, ist etwa 40 Meter lang und über 5 Meter hoch. Sie entsteht seit mehreren tausend Jahren entlang eines Quellwasserrinnsals. Die dort wachsenden Pflanzen, wie Moose und Algen, entziehen dem Quellwasser für ihr Wachstum Kohlendioxid. Da das Wasser sehr kalkhaltig ist, entsteht dadurch Calciumcarbonat, also Kalkstein, der sich Millimeter für Millimeter aufschichtet. Über die Jahre entstand so ein natürliches Aquädukt auf einem stetig wachsenden Felsen. Verrückt, oder? Aber ihr habt schon 2000 Euro. Das wäre aber nur die weibliche Intuition gewesen. Also, ja. Wir haben noch damals im Kino. Damals. 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 Der US-Amerikaner Ray Haroon konnte 1911 als erster das Indianapolis 500 Autorennen gewinnen, da A, er nicht an der dreitägigen Eröffnungsfeier teilgenommen hatte, B, sein Wagen über einen Rückspiegel verfügte oder C, er die Strecke vorher mehrmals zu Fuß abgegangen war. Dein erstes Gefühl? Okay, du hast keine Gefühle. Doch, ja. ich würde sagen, A, weil er nicht an der dreitägigen Eröffnungsfeier teilgenommen hatte und deshalb nicht als einziger nicht besoffen war und keinen Restalkohol hatte. Okay, ich würde sagen C, weil er weiß, wie die Strecke ist. Was machen wir jetzt? Oder seinen Wagen über einen Rückspiegel. Das war auch damals, das ist nicht selbstverständlich. Dass das der erste war, der einen Rückspiegel hatte vielleicht? Ja, das habe ich auch gerade gedacht, weil sein Wagen über einen Rückspiegel, das war nicht selbstverständlich, früher einen Rückspiegel zu haben. Weil es gab bei Feiern vielleicht immer Leute, die mal nicht mitgenommen. Aber dass gerade ein Amerikaner sowas erfindet, das würde mich auch wundern. Das ist eigentlich sowas Deutsches. Das ist doch beim Autorennen das Problem, nicht zu wissen, was hinter dir ist. Aber das könntest du nicht, dann sagst du auch nicht so, weil er jetzt einen Spiegel hatte, hat er gewonnen. Das könntest du doch nicht sagen. Dann ist vielleicht das Indianapolis 500, klingt für mich nach so einem hammerharten Rennen. Ja, das geht immer, das geht immer im Kreis, das ist so ein Rennen. Er die Strecke vorher mehrmals zu Fuß abgegangen, war das heute selbstverständlich? Dass die Rennfahrer das machen. Vielleicht ist das da entstanden. Vielleicht ist es doch einfach A, weil der war der Einzige, der nicht gesoffen hatte. Und dann als auch der Einzige, der deshalb auch nur teilnehmen durfte und deshalb automatisch gewonnen hat. Tja, oh no. Also ich würde B oder A nehmen, weil wenn das nur eine Kreisbahn ist, dann muss der den nicht mehrmals zu Fuß abgehen, dann muss der abgehen. Oder A, B. Ist was, warum, er konnte es als Erster gewinnen. Das war das allererste Rennen, alle haben gefeiert, neues Rennen, bla bla bla, genau. Ehrlich. Wir nehmen A. Wir nehmen dein A. Ja, ich hätte ja was anderes genommen. Nein, ey, wirklich, früher war auch bei den Rennen, da ist wirklich viel passiert. Das Indianapolis 500 ist eines der ältesten Autorennen der Welt. Die Erstauflage des 500-Meilen-Rennens fand am 30. Mai 1911 statt. Ray Haroon gelang es an diesem Tag als erster durchs Ziel zu rasen. Alle anderen 39 Wagen waren mit 2 Personen besetzt. Eine der Hauptaufgaben des Beifahrers war es, den Fahrer über das Geschehen hinter ihm zu informieren. Haroon sparte sich das zusätzliche Gewicht und brachte stattdessen einen Spiegel oberhalb des Lenkrads an. Damit ist sein Rennwagen das wohl erste Auto mit installiertem Rückspiegel. Ja, da. Deswegen kann das ja mit dem Rücken. Ah. Er ist wieder Stimmt, da. Das muss man denken. Genau. Ja. Es bleibt bei 500 Euro, die nehmen wir euch nicht. Ihr habt noch eine Frage aus der Kategorie Kino. Wer sich 1980 am Premierentag von The Shining mit Jack Nicholson in den USA anschaute, der A, wurde von den Betreibern mit Champagner entschädigt, B, schaute einen Schwarz-Weiß-Film oder C, sah ein anderes Ende als alle späteren Zuschauer. Klassiker ist ja C, ne? Das hat den allen nicht gefallen. Und dann haben die nochmal das Ende umgeschnitten. Das ist so der Klassiker. Wie endet denn der Film? Der ist eigentlich relativ. Der Dingelsen stirbt im Schnee. Wie endet denn das Buch? Das kann. Der läuft halt in dieses, glaube ich, in so ein Labyrinth rein und erfriert dann. Aber das ist doch im Film und Buch, glaube ich, gleich. Warum? Das war vor meiner Zeit. Aber also A finde ich, warum? Weil alle denken, der Film ist doof. Wurde von den Betreibern, von allen Kinobetreibern,
mit Champagner entschädigt? Ja, also ich meine, dass es auf einer Premiere danach vielleicht auch Champagner irgendwo gibt, okay, aber weil es ist ja keine Entschädigung. Also ich würde eher sagen, den Klassiker. Das ist so der Klassiker, aber das kann natürlich auch sein, dass der erste schwarz-weiß war. Aber das ist natürlich so absurd, dass es vielleicht ist. Komm, mach hier jetzt. Mit mir diskutierst du so lange auch nicht. Da geht's ja auch nicht um so viel. Fällt eine Entscheidung. Okay. B. Antwort B. 2013 tauchte im Nachlass von Stanley Kubrick das Originaldrehbuch seines Horrorklassikers The Shining auf. Auf den letzten Seiten offenbart sich, dass der Film ursprünglich ein anderes Ende besaß. Die Szene spielte in einem Krankenhaus und zeigte, dass Mutter und Sohn die Ereignisse unverletzt überstanden hatten. Da der Regisseur die Szene unmittelbar nach dem Premierentag ersatzlos entfernen ließ und wohl alle Originalkopien vernichtet wurden, bekamen nur Premierenbesucher diese längere Version zu sehen. Ja. Ja. Es bleibt beim aktuellen Kontostand. Wir schauen. Bernhard und Thore Schölermann haben 500 Euro auf dem Konto. Ja, das ist auch mein Gewinnmacher, du hast schon recht. Elton und Jana Schölermann haben 2000 Euro auf dem Konto. Und hier kommt unser Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Anatomie. Schon geantwortet. Ja. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher Abschnitt der menschlichen Wirbelsäule besteht aus den meisten Wirbeln? A. Halswirbelsäule, B. Brustwirbelsäule oder C. Lendenwirbelsäule? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, beide Teams haben gesetzt. Gleich gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Und morgen Abend, wer weiß denn sowas, XXL hier im Ersten um 20.15 Uhr mit Peter Hallervorden, Harald Krasnitzer, Maria Furtwängler, Emilia Schüle, Adele Neuhaus. Also schalten Sie unbedingt ein und direkt im Anschluss gleich Jörg Pilawa mit dem Christopher Olymp. Bis gleich. Thore Schölermann spielt mit Bernhard Hoecker. Die beiden haben 500 Euro. Jana Schölermann mit Elton 2000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher Abschnitt der menschlichen Wirbelsäule besteht aus den meisten Wirbeln? A. Halswirbelsäule, B. Brustwirbelsäule oder C. Lendenwirbelsäule? Wir gucken, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Thore haben gesetzt. Alles. Raus damit. Alles. 500 Euro. Elton und Jana haben gesetzt 999 Euro. Auf welche Antwort habt ihr getippt? Bernhard und Thore haben getippt auf Antwort C. Elton und Jana haben getippt auf Antwort A. Weil die da so kleiner werden, die werden doch oben kleiner, und unten. Ja, aber der Abstand ist die ja geringer. Die Lendenwirbelsäule besteht aus 5 Wirbeln, die Halswirbelsäule besteht aus 7 Wirbeln und die Brustwirbelsäule, die besteht aus 12 Wirbeln. Siehst du, B. Antwort B ist richtig. Ja. Und damit bleiben bei euch 1.001 Euro übrig. Aber ihr habt gewonnen. Jana, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. 1.001 Euro. Für jeden von euch 17,88 Euro.
Jawohl. Thore, vielen Dank. Ja, danke schön. Viel Erfolg weiter. Ja. Bernhard, ja. Danke schön. Ja. Ah, für euch leider heute nicht. 17.08 Uhr auch für unsere drei App-Gewinner. Jetzt geht's weiter mit Jörg Pilawa und dem Christoph Olymp. Und wir sehen uns morgen Abend zum Wer weiß denn sowas XXL wieder. Also, tschüss.